Und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Video. In diesem Video möchte ich euch kurz ein paar Tipps zeigen, wie ihr euren Akku schonen könnt in iOS 7. Ja, iOS 7 bringt ja ganz viele neue Funktionen, ganz viele 3D-Effekte und so. Und ja, die verbrauchen nämlich alle eins, Akku. So, wie ihr den Akku schonen könnt in iOS 7, zeige ich euch nämlich mit vielen Dingen, die nicht einmal ein iPhone 4 demonstrierbar ist, aber die zeige ich dann euch dann an meinem iPod Touch. Jo. Ich habe bemerkt, dass meine Akkulaufzeit viel kürzer ist. So beim iPod kann ich jetzt zum Beispiel noch eine Stunde weniger nutzen als davor, beim iPhone ebenfalls oder sogar weniger. Und ja, das liegt unter anderem daran, dass man in iOS 7 vielleicht die Helligkeit noch weiter sinken sollte, da das unglaublich viel verbraucht. Außerdem empfehle ich euch, hier immer WLAN auszumachen, wenn ihr es nicht braucht. Und Bluetooth ebenfalls. So, jetzt kommen wir eigentlich zu den iOS 7 Funktionen. Und zwar, wenn wir hier jetzt in den App Store gehen. Hier iTunes App Store. Ich hoffe, hier wird jetzt nicht meine Apple ID gezeigt. Das ist aber lang. Auf jeden Fall, ich würde die Hintergrundaktualisierung, also dass die Apps automatisch laden, deaktivieren. Hier automatische Downloads. Updates auf jeden Fall deaktivieren. Das ist verbraucht halt Strom. Und dann solltet ihr bei der Spotlight-Suche ebenfalls ein paar Dinge deaktivieren oder komplett deaktivieren. Da, wenn man etwas sucht und man braucht zum Beispiel nicht in Sprachmemo zu suchen und sucht nämlich trotzdem und es verbraucht nämlich mehr Akku. Also unnötige Sachen wie zum Beispiel Podcast hier, Hörbücher habe ich sowieso nicht, Erinnerungen, Nachrichten, ups, so, ja. Dann, die Hintergrundaktualisierung ist auch noch ein Fall der Akku-Fresser, sage ich mal. Ich würde empfehlen, alle wegzumachen, aber zum Beispiel Aktien, das braucht eh kein Mensch, oder eine Wetter-App reichen nämlich in der Regel. Ich benutze die von Yahoo, nee, die ist besser, hier meinte ich. Und JSM benutze eh nie. Also quasi brauche ich nur Wetter. Oder sogar manchmal gar nicht. So, was noch? Genau, die Ortungsdienste, die verbrauchen nämlich in iOS 7 auch ziemlich viel. Deswegen ein paar unnötige Sachen wegmachen. Zum Beispiel, was brauche ich nicht? Cineplex zum Beispiel oder die App hier. Dann gibt es noch ein paar Sachen mit Siri und so, das kann ich euch leider nicht an diesem Gerät zeigen, deswegen wechseln wir kurz das Gerät und ja, bis gleich. So, und wir kommen jetzt hier am iPod, ja, hier gibt es nämlich einige Funktionen in iOS 7, die man auch ausschalten soll, und zwar zum Beispiel dieses Parallax-Effekt. Wie ihr sehen könnt, bewegen sich die Apps mit und das kann man ausstellen, indem man in die Einstellung geht. Dann auf Allgemein, dann auf Bedienungshilfen, genau hier Bedienungshilfen und dann eben auf hier Bewegung reduzieren anmachen, dann bewegen sich die Apps nicht mehr beim Bewegen hin und her. Jo. Dann gibt es noch etwas bei Siri und zwar, ich glaube hier gibt es nämlich nicht nur auf dem iPhone, deswegen werde ich euch jetzt gleich ein Bild schicken und zwar kann man, ich gehe jetzt einfach mal hier in die Fotos-App, aber ich mach's mal in der Kamera, damit ihr nicht meine Fotos seht. Und ja, auf jeden Fall kann man da eine Funktion ausschalten, die nennt sich Siri ans Ohr halten oder so. Genau, hier zum Sprechen ans Ohr halten, das verbraucht nämlich auch Akku. Und ja, gut, dann haben wir hier noch diese 3D-Effekte, diese unsichtbaren, transparenten Controller-Center und eben den unsichtbaren Notification Center. Das Ganze kann man nämlich ausschalten, dass es so extrem unsichtbar ist. Und es spart auch noch ziemlich viel Akku. So, um diese Transparentheit auszuschalten, gehen wir in die Einstellungen. Allgemein, Bedienungshilfen. Und dann hier nicht das, sondern hier auf Kontrast erhöhen. Und dann schalten wir einfach mal aus. Jetzt sieht das Ganze nämlich so aus. Ist zwar hässlich, aber spart wirklich Akku. So, dann bei den Hintergründen solltet ihr am besten, wenn ihr Akku sparen wollt, diese Live-Hintergründe vermeiden. Sehen zwar hübsch aus, aber brauchen dementsprechend mehr Akku. Und ja.
So, dann war es das auch schon für die Videos. Danke fürs Zuschauen. Daumen hoch und abonnieren wäre sehr nett. Bis zum nächsten Mal und tschüss.